Hallo Leute, da bin ich wieder. Das letzte Video mit den Witzen, das kam ja bei euch richtig gut an. Ein paar waren zwar dabei, die das nicht so ganz ertragen konnten, weil ich da so ein bisschen so die Busfahrer angehe und. Aber das bin ja nicht ich, Leute, das sind ja diese Witze. Auch jetzt in dem nächsten Witz, da werden auch wieder Busfahrer und auch Blonde, Blondinen und so angegangen. Wenn ihr das ertragen könnt, dann bleibt dran. Ansonsten geht weiter. Dieser Witz, der ist eigentlich von euch, hat einer mal in den Kommentaren geschrieben. Das versuche ich jetzt mal rüberzubringen, so gut es geht. Also eine Blondine, Busfahrerin, die ist am Fahren. Auf einmal streikt der Motor, die ist liegen geblieben. Oh, die denkt jetzt, was mache ich jetzt? Tür auf, geht nach vorne, sucht nach der Motorhaube. Aber sie findet keine Motorhaube, verzweifelt. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Dann kommt ihr Kollege entgegen, der sagt, halt, halt. Bleib mal stehen, bei mir ist der Motor hier verreckt, was kann ich jetzt tun? Und der Busfahrer, der ist auch blond, der sagt, kein Problem Mädchen, ich hab hinten Reserve. So Leute, noch ein Witz hinterher. Der Bus, der fährt an der Haltestelle an, steigt eine Frau ein mit einem Kind in der Hand, will fahren. Der Busfahrer guckt das Kind so an, sagt, oh, sie haben aber ein hässliches Kind. Die Frau ganz schockiert, aber trotzdem sagt nichts, setzt sich hinten rein. Nach einiger Zeit hat sie sich so ein bisschen beruhigt, sitzt da. Auf einmal fragt der gegenübersitzende Mann, was war denn da vorhin los? Ich habe das gerade mitgekriegt. Dann kommt bei der Frau wieder alles hoch und sie sagt, so eine Frechheit, ich weiß gar nicht, was der sich erlaubt. Ich an ihrer Stelle würde nach vorne gehen und dem Busfahrer mal die Meinung so richtig sagen. In der Zeit halte ich ihren Affen. So, kurz vor Feierabend versuche ich mal noch einen Witz auf der Reihe zu kriegen. Mal gucken, ob mir das überhaupt gelingt. Und zwar sind drei Mitarbeiter von so einem Transportunternehmen, also im Transportgewerbe, sage ich mal, umgekommen, ums Leben gekommen, stehen vorm Höllentor. Der Teufel, der sagt, euch gebe ich noch eine Chance, wenn ihr mit eurer Redekunst diese drei Affen dazu bringen könnt, den ersten zum Lachen, den zweiten zum Weinen und den dritten, dass er sich einschließt in dem Käfig. Wenn ihr das schafft, dann seid ihr frei. So, der erste, da ist ein Lagerist, der fragt dann, der versucht mit allen möglichen Sachen, redet auf die Affen ein. Die langweilen sich nur und der Teufel sagt, hinab mit dir ins Feuer. So, der zweite, das ist ein Disponent, ehemaliger gewesen. Der versucht auch alles Mögliche mit seiner Redekunst. Erzählt. Der eine schlägt ihn, der andere Affe beißt ihn sogar. Der Teufel sagt, komm hinaus. So, der dritte, der sagt, so, jetzt erzähl du den mal. Der dritte, der geht dahin, bei dem ersten flüstert den irgendwas ins Ohr. Der haut sofort ab. Bei dem zweiten flüstert er wieder was ins Ohr, der fängt an zu weinen. Bei dem dritten Affen flüstert er auch wieder was ins Ohr, der geht in seinen Käfig rein, schließt sich ein und verzweifelt sitzt in der Ecke. Der Teufel ganz verblext, sagt er, wie hast du das gemacht, was hast du denen dann überhaupt erzählt? Da sagt er, dem ersten habe ich erzählt, dass ich Busfahrer bin. Dem zweiten, den habe ich erzählt, was ich verdiene. Ja, und den dritten, ja, den habe ich erzählt, wir suchen noch Busfahrer. So Leute, ich hoffe, das Video hat euch wieder Spaß gemacht. Aber eins gefällt mir nicht, und zwar die Abonnentenzahlen. Die gehen zurück, beziehungsweise gehen nicht hoch. Also, wenn ihr meinen Kanal zum ersten Mal jetzt mal angeklickt habt, abonniert auch und Glocke aktivieren, damit ihr immer wieder benachrichtigt wird, wenn neue Videos kommen. Das war jetzt ein schwerer Satz. So Leute, in diesem Sinne, bis dann. Euer Mehmet.